einfach richtig dunkel und ich bin so müde, das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Für mich geht es jetzt gleich in den Einführungslehrgang. Heute ist ja unsere letzte Veranstaltung tatsächlich. Ich habe mich gestern Abend noch relativ lange auf meine Rolle als Zeugin für unser Planspiel heute vorbereitet und habe dann halt auch noch sehr viel Netflix geschaut, was mir gerade ein bisschen zu Verhängnis wird. Aber ich konnte halt nicht einschlafen und ich weiß, dass es eigentlich dann nicht gut ist, aber irgendwie habe ich es trotz besseren Wissens dann doch gemacht. Aber gut, c'est la vie, man kann es ja jetzt auch nicht mehr ändern. Jedenfalls haben wir heute trotzdem natürlich nicht nur das Planspiel. Das werden wir aber tatsächlich in einem Sitzungssaal machen, damit es auch wirklich authentisch ist. Und davor haben wir aber halt auch noch Theorieeinheiten. Ich weiß aber nicht, was da das Thema ist tatsächlich, das hat er uns gestern gar nicht mehr gesagt. Das werde ich euch dann am Nachmittag erzählen. Jedenfalls geht es für mich jetzt los zum Einführungslehrgang, zum letzten Mal. Und dafür ist das hier heute mein Outfit of the Day. Und dann mache ich mir jetzt noch einen Kaffee und dann geht es für mich auch gleich los. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben von euch freuen und wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Und ja, also für mich geht es jetzt auch los. Also für mich geht es auch noch einkaufen. Deshalb bin ich gerade so vollgepackt und ich freue mich gleich einfach alles abzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist einfach so eklig nass, kalt und richtig diesig und es ist total neblig. Ich habe gar keine Lust. Ich bin so müde, ich will einfach nur noch ins Bett, bin ich ehrlich. Ich habe gerade noch eine Freundin abgeholt und abgesetzt, weil die macht gerade ihre Verwaltungsstation hier und das ist halt wirklich immer nur ein Katzensprung entfernt und deshalb kann ich sie immer einfach mitnehmen und einsammeln. Ich bin jetzt jedenfalls wieder auf dem Parkplatz und für mich geht es jetzt weiter zum Landgericht, beziehungsweise eigentlich zur Staatsanwaltschaft, die sitzen ja aber zusammen. Also AG ist für heute rum. Es hat richtig Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch es war auch mal spannend, so einen Prozess mitzuerleben. Ich wollte mich auf jeden Fall auch nächste Woche mal in eine Verhandlung reinsetzen, weil ich habe bisher noch nie eine Strafverhandlung halt mitbekommen, weil ich habe halt nur an Zivilgerichten und Verwaltungsgerichten Praktika gemacht. Deshalb wollte ich mir auf jeden Fall vor meiner ersten Verhandlung nochmal anschauen. Und das will ich auch auf jeden Fall nächste Woche machen. Aber die AG und damit auch der Einführungslehrgang ist jetzt einfach vorbei. Ich finde, die Zeit ist so schnell vergangen. Das ist wirklich verrückt. Und wir haben heute auch schon unsere Roben bekommen. Und ja, also
Also die dürfen wir jetzt für die Dauer der Station auch zu Hause tatsächlich behalten. Wenn wir sie gereinigt haben wollen, können wir sie an der Geschäftsstelle, die dafür zuständig ist, auch abgeben. Aber ja, fürs Erste ist das jetzt meine Robe. Ich bin gespannt, vor allen Dingen auch, wann ich das erste Mal eingeteilt werde. Die Chancen stehen ja sehr, sehr gut, dass das quasi nicht mehr in diesem Jahr passiert, sondern erst ab nächstem Jahr. Einfach, weil ich halt ab dem 28. Urlaub habe und diese Woche ja schon verteilt wurde. Das bedeutet, es kommt nur noch der 27. in Betracht und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich da Glück habe. Aber ich bin auch schon echt gespannt und ich freue mich auch schon drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade vorhin bei dem Planspiel, das, also ich finde, es hat schon richtig Spaß gemacht. Ich war zwar Zeugin, aber danach hatten wir alle die Möglichkeit, ein Plädoyer vorzubereiten und vorzutragen. Und irgendwie hat das schon sehr Spaß gemacht. Also klar, in einem richtigen Prozess ist das definitiv was anderes, aber spannend wird es, glaube ich, auf alle Fälle. Und langsam ist auch meine Vorfreude auf die Station und mein Bedauern, dass ich nicht mehr am Zivilgericht bin, weil da hat es mir so Spaß gemacht. Aber langsam habe ich das auch überwunden ein bisschen. Und jetzt freue ich mich auch auf die Station, aber erstmal geht es für mich jetzt einkaufen und danach dann nach Hause. Also, wir hören uns später. Zurück. Ich sehe auch gut zerzaust aus, sehe ich gerade. Ja, also heute war der Tag echt cool. Also zum einen war ja dieses Planspiel und es war schon wirklich, fand ich, richtig interessant und auch aufschlussreich. Und wir sind dann auch auf so Themen gekommen, die halt sich in der Praxis, glaube ich, wirklich mit unterstellen können. Also zum Beispiel, was passiert, wenn der Zeuge betrunken oder angetrunken erscheint und was sind da die Möglichkeiten? Und dann haben wir so ein paar Vorlagen bekommen, welche Ordnungsgelder wir wann, wie und vor allem wie hoch erheben können und wann wir die halt auch beantragen müssen. Und relativ praxisorientierte Probleme. Und was mich total gefreut hat am Ende des Tages, durften wir unsere Roben abholen und ich finde es schon sehr cool. Also wir haben ja auch die mit Samtbesatz, weil die Staatsanwaltschaft trägt ja auch mit Samtbesatz und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Anwälte halt mit so Seidenbesatz und das finde ich jedenfalls ganz cool. Und die nächsten paar Monate in meiner Station wird sie mich jetzt begleiten und ich bin auch schon ganz gespannt. Und endlich stellt sich bei mir auch, ehrlich gesagt, die Vorfreude auf die Station so ein bisschen ein. Also ich hatte davor so ein bisschen Angst, aber wir durften ja heute auch unsere Plädoyers üben. Und das hat erstaunlich gut funktioniert tatsächlich. Also was ich wirklich nicht gedacht hätte, hätte man mich gestern gefragt, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, ich will da nicht vor Gericht. Aber es hat wirklich Spaß gemacht und ja, also ich freue mich jetzt auch schon darauf und freue mich auch schon auf meine Einteilung. Ich werde euch dabei ja natürlich auch auf jeden Fall mitnehmen, aber für mich geht es jetzt erstmal ans Essen machen. Wir machen wieder was von HelloFresh und das wird es dann auch gewesen sein, weil ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber der Tag hat sich dann doch relativ lange noch gezogen bei mir. Also wir hatten ja bis 16 Uhr heute AG, danach halt wie gesagt die Roben abholen, aber halt wir alle. Dementsprechend hat sich das auch ein bisschen gezogen. Danach war ich dann noch einkaufen und ein paar Pakete wegbringen. Und ja, also alles in allem, jetzt ist halt auch schon 19 Uhr durch und ich werde jetzt auch nur noch essen und danach wie gesagt einen Weihnachtsfilm. Deshalb beende ich das Video hier jetzt auch an der Stelle. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und folgt mir auch sehr gerne, wenn ihr meinen Weg im Referendariat und jetzt auch bei der Staatsanwaltschaft und meinen ersten Sitzungsdiensten nicht verpassen wollt. Ich würde mich riesig freuen und ich hoffe, wir sehen uns morgen. Bye!